eMOOCs als steirische MOOC-Plattform ist wirklich die erste und österreichweit nach wie vor die einzige Plattform, die es gibt. Das heißt aber logischerweise nicht, dass es nicht anderswo auch sehr gute Projekte gibt. Und wir möchten Ihnen ein Projekt oder mehrere Projekte eigentlich aus dem norddeutschen Raum vorstellen. Ich bin sehr froh, dass ein lieber Kollege aus Lübeck zu uns gefunden hat, mit dem wir schon länger kooperieren, mit dem wir uns auch immer wieder austauschen und der uns nun erzählen wird, wie an der FH Lübeck mit MOOCs umgegangen wird. Ich darf Ihnen vorstellen, den Herrn Andreas Wittke von der FH Lübeck. Er verantwortet den IT-Bereich dort und ist MOOC-Manager an der FH Lübeck. Andreas, bitte. Ja, herzlich willkommen. Servus habe ich gelernt als Nordlicht. Mein Name ist Andreas Wittke, FH Lübeck. Und wir, vielleicht weiß das der eine und der andere vielleicht, wir sagen nicht Servus in Norddeutschland, wir sagen Moin. Moin bedeutet guten Tag zu jeder Tageszeit, nicht nur morgens, abends, immer. Und mit dem kleinen Wortspiel, so ähnlich wie eMOOCs, haben wir auch unsere MOOC-Plattform entwickelt. Und zwar Moin mit Doppel-O geschrieben. Massive Open Online International Network. Oder wie wir sagen, das O steht für Open und Online. Dazu haben wir uns auch ein schönes Symbol ausgedacht. Wer es vielleicht sehen kann, ein bisschen nautisch, das soll ein Kompass sein. Aber über was wir sprechen wollen, ist eigentlich, was hier in der Steiermark, in Graz gemacht wird, als auch bei uns in Norddeutschland, ist, dass wir beide ungefähr die gleiche Mission haben, hoffe ich auf jeden Fall, und dass wir auch dieselben Erfahrungen teilen. Ich will Ihnen jetzt die nächsten, weiß nicht, 28 Minuten ein bisschen was aus Norddeutschland erzählen. Best Practice wurde das genannt. Und was haben wir gemacht in den letzten Jahren? Wir haben ähnlich wie eMOOCs, da gab es eMOOCs noch nicht, 2013 angefangen mit dem Grundlagen des Marketing MOOC. Ähnlich wie Graz wurden wir bei der Iversity-Ausschreibung auch nicht berücksichtigt und haben trotzdem angefangen, was zu machen. Grundlagen des Marketing ist bei uns immer noch der erfolgreichste MOOC. Ich sage Ihnen dann dazu gleich nochmal was. Und danach haben wir durch eine Förderung, wir hatten den Hanse-Tag, wir sind auch historisch berühmt, die Hanse in Lübeck, haben wir letztes Jahr ausnahmsweise mal wieder seit 36 Jahren den Hanse-Tag gehabt, da hatten wir eine Förderung bekommen und haben einen Hanse-MOOC gemacht, der auch gerade wieder läuft. Daraufhin haben wir jetzt einen Restart gemacht und seit 2 Wochen sind wir online mit der neuen Plattform Video-MOOC, das digitale Ich, Projektmanagement. Aber interessanter wird hier, wir haben eine digitale Strategie, dass wir bis 2020 ungefähr 40 MOOCs entwerfen wollen. In den ersten beiden MOOCs, die wir durchgeführt haben, das war zweimal der Hanse-MOOC, zweimal der Marketing-MOOC, können wir sagen, wir sind da recht stolz drauf, dass wir 12.000 Teilnehmer inzwischen in diesen Weiterbildungskursen hatten. Und wir sind eine kleine Fachhochschule, das sind 3-mal mehr Teilnehmer, als wir bisher in den Studiengängen haben. Ich muss dazu auch anmerken, FH Lübeck ist sehr digital ausgerichtet und wir haben sowieso einen hohen Anteil an Weiterbildungs-Online-Fernstudiengängen. 12% studieren bei uns online über das Internet. Also das sind keine Fantastereien, die wir hier machen. Das ist wirklich harte, realitätsnahe Entwicklung, die wir auch in der Präsenzlehre oder in der allgemeinen Lehre verwenden können. Grundlagen des Marketing, wie alles begann. Die Macht der Marke. Einmal ganz kurz erzählt, was haben wir damals entwickelt? Wir haben einen X-MOOC, das ist vielleicht also ein stark videobasierter MOOC, entwickelt mit 22 Einheiten, ungefähr 300 Minuten Sendezeit. Wir haben das übliche Konzept reingemacht, Multiple-Choice-Aufgaben, Peer-Review, Webkonferenzen etc. Und der ist sehr erfolgreich gelaufen, fand ich. Was wir nebenbei machen, und das ist viel interessanter, ist, dass wir daneben die Inhalte auch
kostenfrei ins Netz stellen. Kostenfrei bedeutet dabei, man kann sie alle auf YouTube anschauen, egal ob man im Kurs drin ist oder nicht. Wir wissen nicht, ob die Leute das brauchen oder nicht brauchen. Das können wir ja nicht untersuchen. Aber wir wissen, dass inzwischen 100.000 Klicks auf diesen Videos vorhanden sind. Das finde ich eine Menge. Und wir wissen auch, dass 98% diesen Daumen hoch und Daumen runter auf YouTube sagen, ja, finden wir gut. Wir kriegen sehr viel positive Kritik oder Feedback da drauf. Und wir wissen, dass das der richtige Weg ist. Inzwischen haben wir noch eine zweite OER-Reihe veröffentlicht und da haben wir eine knappe 500.000 Klicks auf diesen Videos. Das heißt, die Leute arbeiten mit den Inhalten. Wir wissen zwar nicht, was sie machen, aber es wird was gemacht. Beim Marketing MOOC hatten wir im ersten Durchgang 6.300 Teilnehmer, beim zweiten Durchgang 3.000. Wir haben den MOOC da verkürzt, aber und auch überarbeitet. Interessant ist dabei, dass ungefähr die Abschlussquote fast gleich geblieben ist, obwohl wir nur halb so viele Teilnehmer hatten. Also wir haben quasi die Erfolg haben wir verdoppelt, dadurch, dass wir geringfügig am didaktischen Konzept gearbeitet haben. Die Aussage dabei ist auch hier, wir lernen ständig dazu. Wir haben am Anfang was gemacht, hatten eine 3%ige Abschlussquote und dann arbeiten wir uns langsam immer besser in das Format hinein. Es ist ein ständiger Lernprozess. Beim Hansumuk, da muss man sagen, haben wir erst zum ersten Mal angefangen, die eigene Plattform zu entwickeln. Aber wir wussten noch nicht, dass wir wirklich in eine Plattformentwicklung gehen wollen. Hier haben wir einen historischen, ich sage mal, Storytelling-MOOC erfunden, gemacht, mit 60 Videos, Rechercheaufgaben, Badges etc. Und da hatten wir im ersten Durchgang 1.200 und dann beim zweiten Durchlauf, auch wieder stark verkürzt, auf 8 Wochen 830 Teilnehmer. Die Abschlussverfolgung konnten wir auch hier verdoppeln beim Hansumuk, beim zweiten Mal Durchgang, indem wir das Konzept leicht überarbeitet haben. Das finde ich ganz wichtig, damit man eine ständige Wiederholung hat. Also wir sehen, wir lernen aus den Prozessen. Wir haben die Steigerung der Abschlussquote von 3% über 6 auf 9 und jetzt 18% gelegt. Und das, wo immer gesagt wird, MOOCs sind ein Hype und 2% erreichen das Ziel. Wir wissen aber inzwischen, wir sind bei 15-20%. Ich kenne auch MOOC-Anbieter, die schon bei 30% sind. Wobei man immer aber dann darüber diskutieren kann, wie ist die Messung erfolgt. Der Grundgedanke dabei ist immer, und das wurde hier auch schon gerade erwähnt, wir müssen anfangen, was zu machen und wir dürfen nicht so lange reden. Wir haben so viel gelernt dabei, auch ohne Förderung zu starten, dass wir jetzt eine Förderung bekommen haben. Wir haben eine neue Philosophie. Wir machen. Dazu kommen wir nochmal später. Im März, also jetzt am 6. März, bin ich ein bisschen wenig geschlafen diesen Monat, haben wir die neue Plattform Moin gelauncht. Das war am 6. Dezember, glaube ich, mit den 5 neuen Kursen. Was haben wir Besonderes daran gemacht? Wir nennen das von dem Design her, wir müssen hier darauf achten, dass wir 3 Aspekte bei der E-Learning-Entwicklung zusammenarbeiten müssen. Also wir müssen 3 Aspekte berücksichtigen. Das eine ist natürlich die Didaktik, die immer ganz hoch erzählt wird und gelobt wird. Aber es sind noch 2 andere Standbeine dabei. Das ist die Technik und vor allem die User Experience. User Experience bedeutet, wir müssen ein angenehmes Design haben, ein angenehmes Layout, sodass die Leute abgeholt werden, wo auch immer sie sind. Und wir haben dafür den Ausdruck Fat Media mal erfunden. Und wir haben uns orientiert an der New York Times und am Guardian. Wir haben uns also etliche MOOC-Portale, etliche Zeitungen, News-Portale angeschaut, um zu erkennen, wie wird heutzutage erzählt, wie werden Geschichten erzählt, Storytelling im Internet. Und vom Design her sind breite Grafiken, große mediale Inhalte und einspaltiger Text. Das haben wir umgesetzt auf unsere Portal. Hier sieht man die Navigation. Wir haben 3 Elemente. Man kann rechts und links navigieren, angelehnt an die Tablets, dass man darüber wischen kann. Brauche ich eigentlich gar nicht mehr erzählen. Unsere Teilnehmerkarten basiert natürlich auf Vernetzung, Google Maps Integration, auch wieder über den gesamten breiten Bildschirm, sodass man das mit Smart Media Devices gut abholen kann. Videos sind bei uns auch hochauflösend gefilmt, ansprechend gefilmt,
In HD liegen die vor und wie gesagt, es geht auch wieder über die gesamte Breite. Und was hier auch nochmal ganz wichtig ist, wir haben hier nämlich die Quizzes im Video integriert, so dass wir das Medienelement immer im Fullscreen haben. Warum Fat Media? Warum machen wir das überhaupt? Damit es gut aussieht? Schön. Aber wir sprechen hier bei den MOOCs über neue Zielgruppen. Sind das Präsenzstudierende oder nicht? In Deutschland, ich weiß es nicht genau, wie es in Österreich aussieht, sprechen wir von Lifelong Learning. Das ist die Botschaft, die wir von dem Staat, von der Politik bekommen haben. Und das müssen wir umsetzen. Lifelong Learning bedeutet, aber wir müssen neue Wege gehen. Eben wurde schon angedeutet, was ist E-Learning? Vom E-Learning sprechen wir meistens in Form von Blended Learning. Wir kennen das alles. Wir haben LMS, hauen ein paar PDF-Dateien rein und dann sagen wir, das ist E-Learning. Das ist der alte Weg. Bei den MOOCs, sage ich, lösen wir uns mal von dieser Abwärtskompatibilität und gehen einen neuen Weg. Und dieser neue Weg sehe ich daneben. Wir bauen also nicht den alten Weg aus, den gibt es nach wie vor. Präsenzlehre, der wird nie aussterben. Aber mit MOOCs, mit volldigitalen Angeboten, machen wir was Neues. Und das ist dieser Change, den man verstehen muss, wenn man MOOCs entwickelt. Wir machen hier neue Wege und die sind schneller, viel schneller als die alten Wege. Und das machen wir auch mit neuen Partnern. Ein Grundverständnis dabei muss haben, dass die Hochschule nicht aufhört am Campustor, an der Eingangstür. Wir sagen, und wie das Internet auch, Internet beeinflusst uns überall, wir öffnen hier die Hochschule. Internet hat keine Grenzen. Wenn ich jetzt also heutzutage in der Präsenzlehre meine Vorlesung mache, muss mir bewusst sein als Professor, als Dozent, dass diese Inhalte auch für die ganze Welt zur Verfügung stehen können. Hochschulen haben keine, wir kennen die Grenze noch. Ich weiß nicht, ob Österreich die Berliner Mauer noch kannte. Jetzt gibt es sie nicht mehr. Das ist eine ganz entscheidende Botschaft. Deswegen sagen wir auch bei der Entwicklung der Inhalte Mobile First. Wir wissen, und das ist auch keine Vermutung mehr, wir wissen, dass die Leute, 7% unserer Studierenden, unsere Lernplattform mobil nutzt. Wir wissen auch, dass 14% die MOOCs mobil nutzen. Und wir wissen auch, dass 30% YouTube mobil nutzt. Wir müssen also dann eine Strategie entwickeln, wo die Leute auch ihre Inhalte hinbekommen, wo sie sind, was sie wollen. Lernen, wo und wann man will und kann. Ich meine, das wird 1000 Mal erzählt, aber wir wissen, dass jetzt eine neue Generation da ist. Es wird so gemacht. Und das ist eigentlich dieser Satz, den ich immer meine. Die Bildung kommt zum Lerner. Der Lerner muss nicht mehr in die Hochschule gehen. Der Lerner kommt nicht unbedingt zur Bildung. Das ändert sich. Und ob die MOOCs ein Bestandteil davon sind, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass es diesen Change gibt oder geben wird. Das ist ein Fakt. Brauchen wir nicht mehr zu diskutieren. Und angelehnt daran müssen wir natürlich dann auch sprechen, was hat die zukünftige Generation an Arbeitern, was wollen die von uns? Wir nennen das Lernen 4.0 in Lübeck. Den Begriff haben wir erfunden. Aber Industrie 4.0 kennt jeder. Das heißt, die Digitalisierung beeinflusst alles momentan. Und die Industrie 4.0 braucht neue Formen. Die Industrie 4.0 bedeutet, kein Stein bleibt auf dem anderen. Digitalisierung, Internet of Things. Und das sind Leute, die wir ausbilden und die wir gerade Ingenieursausbildung machen, die Inhalte in dem lebenslangen Lernen zur Verfügung haben wollen. Und das geht nicht mit Präsenzlehre. Immer wieder wird gefragt, ob wir MOOCs ein Hype sind. Das kann ich nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Ich finde auch die Diskussion sehr überflüssig dabei, ob die ein Hype sind oder nicht. Das wird uns die Zeit beantworten. Was ich aber weiß, ist, dass die digitale Revolution kommt. Wir können nicht, also Schulen machen das, das weiß ich, die schalten das WLAN aus. Das können wir aber in der Hochschule nicht machen. Die digitale Revolution wird bei uns alles verändern oder verändert schon alles. Ich war gestern am, wie heißt das, Schlossberg. Und da waren 3 Rentner, die hatten eine Landkarte auf den Knien und haben den Weg gesucht.
Das waren die einzigen drei mit einer Papierlandkarte, die ich gesehen habe. Alle anderen hatten ein Smartphone und haben den Weg gesucht. Das sind diese schleichenden Veränderungen, die wir eigentlich gar nicht sehen, aber wenn man mal einmal genau hinguckt, es hat sich was verändert. Es verändert sich ständig und es wird alles viel digitaler. Navigationsgeräte, wie viel, wer hat zum letzten Mal eine Stadtkarte gekauft, Landkarte, Falkplan? Ne? Gibt es nicht mehr. Wir reden hier also über MOOCs als 100% digitale Inhalte, die flexibel, mobil und medial aufgestellt sind. Und damit können wir dann neue Zielgruppen, wir machen neue Lernformen. Ja, das ist alles durchgängig, nicht nur einseitig. Wir machen nicht nur eine Technik, nein, das betrifft alle Bereiche. Neue Kompetenzen müssen wir vermitteln, wissen wir. Wer googelt, recherchiert, Mathe lernt, heutzutage kann ich das mit dem Taschenrechner, mit dem Smartphone machen. Neue Zugangsformen, natürlich Öffnung der Hochschule, das ist der Bildungsauftrag und neue Kooperation. Und dazu möchte ich auch noch mal ganz deutlich anmerken, wir machen in Lübeck keine MOOC-Projekte, so nennen wir die nicht. Wir machen Weiterbildung. Unsere Strategie sind drei Säulen, Lernformate, Blended Learning, das kennen wir, für Bachelor, Master, Weiterbildung in der Präsenzlehre. Das wird nicht aufhören, das wird weiter bestehen, ist gut, hat sich bewährt. Wir haben in Lübeck ein sehr starkes berufsbegleitendes Online-Studium und das funktioniert seit 2001 einwandfrei, auch mit 100% Online-Inhalten. Das funktioniert, darüber braucht man auch nicht diskutieren. Und jetzt der neue Pfeiler, MOOCs, OER, Lernvideos, E-Lectures in der Weiterbildung. Wir haben also hier eine gesamte Strategie, eine digitale Strategie von drei Säulen. Und was mich besonders freut dabei, ist, dass unsere Präsidentin, unsere neue Präsidentin und das Präsidium uns voll unterstützt dabei. Und auch das Land Schleswig-Holstein und uns da auch mit fördert. Das ist nicht selbstverständlich, wir haben da Glück. Wir haben eine sozialistische SPD-Regierung bei uns und die findet das gut, wenn wir Weiterbildung oder Bildung für alle anbieten. Das Interview wurde übrigens gemacht, als eine von 7 Hochschulen, glaube ich, von Deutschland für unsere digitale Strategie vom Stifterverband ausgezeichnet worden sind. Wir reden hier also, was machen wir also? Wir machen natürlich eine Profilbildung. Die FH Lübeck steht für Kooperation. Da kann ich auch nochmal die Hanse zitieren, weil die Hanse war auch schon immer ein Kooperationsbündnis über Jahrhunderte und dieser Geist ist uns erhalten geblieben. Wir bauen Cluster mit der Wirtschaft, wir haben Internationalität mit den MOOCs auch und wir haben jetzt die MOOCs. Und ein schönes Beispiel, nur mal so, wie bei uns das jetzt aussieht, was wir jetzt gemacht haben. Wir sagen, kommt zu uns, wenn ihr einen MOOC machen wollt. Wir helfen euch. Und wir haben jetzt zum Beispiel eine Kooperation mit den Volkshochschulen Hamburg und Bremen gemacht, das heißt das digitale Ich-MOOC. Und drei Partner, Volkshochschule Hamburg, Volkshochschule Bremen und die FH Lübeck. Und nur mal als Beispiel, man muss sich mal in die Rolle der Volkshochschulen versetzen. Die haben keine Chance, ein MOOC zu entwickeln aus ihren Mitteln. Die haben keine Plattform, die haben keine Videos, die haben kein Know-how. Know-how haben sie schon, aber sie haben nicht das Know-how, um einen Online-Kurs zu entwickeln. Sie brauchen also einen starken Partner, der ihnen das vermittelt. Aber sie haben Inhalte, sie haben ein Netzwerk. Sie haben einen Auftrag, Bildungsauftrag. Und dann können wir über Kooperationen und Synergien sprechen. Und dass wir diesen digitalen MOOC jetzt machen, und wir haben jetzt schon, und der MOOC startet erst in 6 Wochen, haben wir jetzt schon 30 Volkshochschulen als Partner gewonnen, die in 4 Ländern sind. Auch in Bad Reichenhall, glaube ich. Ne? Auf jeden Fall in Österreich und in Italien. Finde ich ganz fantastisch, solche Projekte. Ich lehne mich da zurück und bewundere die Leute, wie engagiert die arbeiten. Und heute Morgen, darf ich das jetzt auch nochmal sagen, auch wenn Martin da gerade twittert, haben wir natürlich auch schon was gemacht. Nämlich, wir wollen nämlich auch zusammenarbeiten. Wir wollen natürlich, wir wissen, dass wir wollen zusammen ein MOOC-Hub gründen, dass iMOOCs und Moin zusammen die Synergieneffekte machen, dass wir gleichzeitig Zertifikate ausstellen können, dass wir gemeinsam Leute ansprechen, dass gemeinsam beworben wird. Und natürlich der Erfahrungsaustausch, den Michael angesprochen hat, der unglaublich wichtig ist. Aber wir müssen uns dabei immer vor Augen führen, nicht aber, ist das falsche Wort dabei, wir müssen vor Auge führen, dass das Internet
Und die Frage stellen, ist das Internet auch bereit, 300 deutsche Hochschulen Platz zu bieten oder für 300 MOOC-Plattformen Platz zu bieten? Das geht nur durch Kooperation, durch Synergien. Und wir müssen hier, und das macht ja hier auch die Grazer vorbildlich, TU und Uni zusammen, wir müssen über Kooperation und Synergien nachdenken. Und das können wir jetzt auch über deutsch-österreichische Grenzen hinweg. Ich finde das sind ganz tolle Wege, die wir da gehen. Und was passiert in Lübeck jetzt demnächst? Demnächst ist ein gutes Wort, 5 Jahre, im Internetzeitalter sind das Jahrhunderte. Das ist unsere Roadmap. Wir werden 2015 4 neue MOOCs machen. Davon sind 3 schon online. Ich weiß schon, die nächsten 4, die im Herbst starten. Und wir haben etliche Kooperationen schon jetzt, die ich noch nicht laut sagen darf. Wir gehen dann weiter. 3 neue Online-Studiengänge, MOOCs, Online-Studiengänge. Und das läuft mindestens bis 2020 weiter. Viel Arbeit heißt das für mich. Und das ist auch noch so ein Selbstverständnis. Wir sagen, wir MOOC sind für uns, so interpretieren wir das. Das ist kein Hype, hat sich schon gesagt, sondern eine neue Dimension. Wir öffnen die Hochschulen. Und ich hoffe, ich bin jetzt in meiner Zeit. Ich bin zu früh, ich war zu schnell, verdammt. Dann bedanke ich mich für die Lebenszeit und ich hoffe, dass Sie ein paar norddeutsche Gedanken mitnehmen konnten. Ich weiß nicht, ob es Fragen gibt. Und ja, vielen Dank.